Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen 2. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft, durch die Feuerwand in das versteckte Tal vorzudringen. Bin gerade ein kleines bisschen raus aus dem Spiel, weil ich mal wieder vielleicht eine Woche lang nicht aufgenommen habe. Aber hey, heute geht's weiter und ich schätze, heute werden wir den Feuertempel abschließen und damit auch die Bucht von Marakai beenden. Ja, was da jetzt noch so kommt und wie es dann allgemein weitergeht, das erfahren wir dann bestimmt gegen Ende der heutigen Folge. Schätze ich mal. Jawoll, und gleich dem Panther ordentlich eins mitgegeben. Zack, easy, 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 easy. Hier ist gleich noch der Schatz, den wir noch mitnehmen wollen, und eine Grabwurzel. Auch da wäre wieder ein Gegenstand eingesammelt, mit dem wir unsere permanente Fähigkeit, in dem Fall in dem Fachgebiet Voodoo, ein bisschen verbessern können. Jo, wie geht's dann weiter? Vielleicht sage ich jetzt doch schon was dazu. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall den Feuertempel jetzt abschließen und dann... Wir müssen auf jeden Fall nochmal, wenn mich nicht alles täuscht... Ich hab's ja, wie gesagt, nur... Wann lang ist es her? Vor 2, 3 Jahren das letzte Mal gespielt und... Ich glaube, wir müssten eigentlich nochmal zurück nach Caldera, um dort entsprechend was auch immer zu tun. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal zu Antigua, nach Antigua zurück. Wow, eine Krone. Cool. Denn auf Antigua möchten wir noch die Schwertmeisterfähigkeit lernen. Die haben wir noch nicht. Und die würde ich schon gern mitnehmen, denn die ist echt nicht schlecht. Marakai, die Gräber der Ahnen, das müssten wir eigentlich auch noch machen. Irgendwie weiß ich aber leider nicht, wow, ein Gorilla, wo und was ich da zu tun habe. Beziehungsweise was ich zu tun habe, weiß ich schon, aber ich weiß nicht mehr, wo die Gräber sind. Ich wollte allerdings mal am Anfang der Map gucken, also an der Bucht, wo wir mit unserem Schiff gelandet sind. Und bam, aber jetzt müssen wir erstmal den dicken Silberrücken-Gorilla hier platt machen. Der wird es uns nicht ganz leicht machen. Immer ein bisschen Abstand halten, dann wieder einen aufgeladenen Schlag und schon ist der eigentlich gar kein Problem mehr. Super. Ja, ansonsten, ja, ne? So, ihr wisst schon. Ansonsten haben wir jetzt, man sieht es schon, alles andere hier geschafft. Was es mit der Insel der Toten auf sich hat, das wissen wir noch nicht. Wir wissen allerdings schon, dass wir dort, das zweite Ich von Bones finden müssen. Außerdem müssen wir auch mal noch die Zusatzsachen machen, nämlich die Sturminsel, diesen Schwarm hier, das müssen wir noch abklären, die Gargoyles auf den ganzen Inseln töten. Das würde ich mal als nächstes mit anpeilen, schätze ich. Und dann würde ich auch noch sagen, müssen wir mal die Schatzinsel von Captain Emanuel Gregorius Stahlbart, andersrum, keine Ahnung, wie rum das gesprochen wird, ist ja auch egal. Die Namen stimmen jedenfalls. GES, Gregorius Emanuel, so ist es, ne? Wer Risen 1 gesehen hat, wer mein Let's Play von Risen 1 gesehen hat, der müsste das wissen. Das war wieder sehr knapp jetzt gerade, ich vergesse immer, dass ich mit sowas rechnen muss. Und dann bin ich völlig perplex, dann habe aber zum Glück den Daumen schon automatisch auf der Leertaste. Nun gut, jetzt speichern wir mal ein bisschen und dann geht's hier rein in den, müsste ja eigentlich der Feuertempel sein, ne? Feuertempel. Möglicherweise zählt der ja sogar als eins der Gräber der Ahnen. Oder auch Ahnengräber genannt. Ich mach mal eine Fackel an, hier ist so finster. Irgendwie doof, ne? Wir wollen ja was sehen. So, was gibt's denn hier? Ups, komm wieder her, Fackel. Ich habe die rechte Taste, rechte Maustaste gedrückt und da verliert er auch mal schnell seine entsprechende Fackel. Hey, was ist denn hier? Ist überhaupt irgendwas? Ich versteh's nicht. Hat's damit irgendwas auf sich? Nö. Hier? Hey, was soll ich hier? Gibt's hier irgendetwas zu tun? Oder ist das tatsächlich nur als Voodoo-Priester-Fähigkeit-Benutzer, ihr wisst, was ich meine, zu machen? Komisch, hier ist scheinbar gar nichts zu tun. Sollte jemand wissen, was es hier damit auf sich hat und ich das heute in der Folge nicht mehr irgendwie machen und herausfinden, dann redet mal bitte mit mir, weil dann schreibt mir es mal in die Kommentare. Ich bin gerade echt überfordert hier. Gibt es hier überhaupt irgendetwas? Nee, ne? Ich kann auch nichts anlegen oder so. Die Fackeln? Nö. Hallo? Hallo? Wieso brennen die Fackeln nicht? Ach Menno, was soll denn das? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Komischerweise brennen ein paar von den Fackeln. Ups. Was ist denn das hier? Wieso brennen die und die anderen nicht? Hat das was mit diesen Ahnengräbern zu tun? Oder muss ich hier ranlaufen? Ach Mensch, was weiß ich denn? Was macht man eigentlich mit dieser Hand? Ich wollte sowieso mal die Hand ausprobieren. Rechte Hand? Die Knochenhand des Diebes. Wählen. Ein Schalter. Ah. Ist ein Ding. Das wusste ich gar nicht. Alter Lachs. Ich glaube, das habe ich noch nie rausgefunden. Und wieder was dazugelernt. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Aber irgendwie dachte ich mir so, Garcia und die Knochenhand. Irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Und man soll ja auch nur mit der Knochenhand hier reingehen. Deswegen lag das jetzt nahe, ne? Okay, super. Dann, wunderbar.
Freue ich mich. Hier ist mal wieder versperrt. Und sonst würde ich sagen, müssen wir dann wohl die zwei Seiten hier mal untersuchen, um dort mal zu sehen, ob es da irgendeine Art, naja, ihr wisst schon, wie die Teile heißen, ne? Idole oder sowas gibt. So, hier ist ein Schalter. Bevor ich allerdings irgendeinen Schalter betätige, möchte ich mich doch gern mal ein bisschen umsehen in den Räumen hier. Ich bin echt gerade überfragt, was zu tun ist. Ach komm, die Fackel braucht keine Sau. Die liegt jetzt da rum und da soll sie auch bleiben. Ja, also hier ist nichts. Ich schätze mal, wenn ich den Schalter betätige, wird sich irgendwo eine Tür öffnen und eine schließen. Nämlich der Weg nach hinten wird sich schließen. Oder? Das ist zu. Und sonst nichts. Komisch. Wie jetzt? Was ist denn das? Hm. Dann würde ich mal sagen, wir machen nochmal auf. Ich speichere nochmal ab. Und dann versuche ich mal da rein zu rennen. Bevor die Tür sich schließt. Nee, ist aber das nichts. Also müssen wir wieder die Knochenhand nutzen. Na gut, das ist kein Problem. Wow, ich bin tatsächlich überrascht, dass ich das mal brauche. Hallo. Kann ich das nicht benutzen? Hebel? War da oben irgendwas? Achso, ich muss mal rechts linken. Ach, Mann. Das ist aber auch merkwürdig, sich das mal einzuprägen. Hebel ziehen. Hui. Ach, da, so war das auch in den anderen Räumen, wo ich das schon mal gemacht hatte, oder? Und jetzt öffnet sich diese hier, dieser Raum. Sehr gut, okay. Da gibt es hier irgendwas außer diesem Idol? Eigentlich ist es richtig, ist es genau das, was mir der Typ verboten hat, hier die ganzen Räume auszuräubern. Aber naja, was ist denn eigentlich? Kann ich damit auch zuschlagen? Ja. Keine Ahnung, was das dann für ein... Wow. Alter, war das knapp wieder. Meine Fresse. Wo kam denn das auf einmal her? Junge, verarscht mich nicht. Okay, ich kann... Das ist dann wahrscheinlich sogar Hiebwaffenschaden, oder? Moment. Kann ich da mal draufschauen? Schaden, 10 bis 20, schwarze Magie. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ob das irgendwas bewirkt. So, ist hier irgendwas? Nope, nope, die nope, nope. Hier scheint es gar keine Gegner zu geben in diesem Tempel. Irgendwie interessant, oder? Ich gehe erstmal hier rein. Ich schätze mal, wenn wir das jetzt hier geschafft haben, werden wir noch irgendetwas Interessantes finden. Jetzt bin ich ja wahrscheinlich in einem Raum, in dem ich mir das Idol holen muss, ohne drin zu stehen, weil die Tür wird zugehen. Nicht? Doch. Oh, da geht's weiter. Halt, jetzt müsste ich allerdings doch mal meine Waffe wieder ändern. Denn mit der Knochenhand kann ich nicht gegen... Was ist denn das? Ach, sind nur Krallenaffen, oder? Ja, okay, das ist easy. Autsch. Kämpfen, wollte ich gerade sagen. Genau. So, gibt's hier sonst irgendwas? Halt, falsches Gerät. Die Krallenaffen hätte ich auch mit der Knochenhand platt machen können, was soll's. So, sonst noch irgendwas hier zu sehen? Nö. Dann schätze ich mal, ich muss jetzt erstmal das Idol wieder hier reinstellen und dann entsprechend von der anderen Seite der Tür, die sich jetzt gleich wieder öffnen wird, mit der Knochenhand eben dieses Idol mir schnappen. Ist kein Problem. Also dann, Knochenhand, sieht irgendwie cool aus, das Teil, oder? Whee! Zack, und da können wir nie wieder rein. Oh, doch, jetzt geht's zu. Ich wollte gerade sagen, ist gar nicht zugegangen, aber doch, alles klar, alles klar. Alter, jedes Mal diese blöden Fallen, ey. Ist hier unten mein Tod oder kann ich da wirklich runter? Hm, man könnte eigentlich mal nachsehen, oder? Ich schau mal nach. Komm, wir springen mal hier rein. Hab's gespeichert, ist auch. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Speer? Onkel? Oma Ralf? Seid ihr hier? Nee, hier ist nix. Oh, was ist denn das? Ein Ghoul? Ah! Okay, ich muss sofort mein Inventar wechseln. Mit der Knochenhand kann ich nicht gegen Ghule kämpfen. Gegen Ghule kämpfen? Gegen coole kämpfen? Okay, das geht aber easy. Wow, Gott, das ist jedes Mal so erschreckend, ey. Mann, Mann, Mann. So, ich halte jetzt schon mal den Daumen auf der Leertaste. Ich habe das Gefühl, dass gleich noch eine Falle kommt. Wo bin ich denn jetzt? Hebel? Oh, ein Hebel. Den betätigen wir mal. Tada! Tada! So, ich habe mir übrigens heute wieder viele Gedanken gemacht, was als nächstes noch so Let's Played werden kann. Und bin wieder zu ganz anderen Sachen gekommen, auf die ich jetzt mal wieder Bock habe. Und naja, ihr werdet es sehen. Erstmal gemütlich Let's Playen von... Ach, Let's Playen. Erstmal gemütlich das Let's Play von Risen 2 und von Mario 64 beenden. Und dann kommt noch vieles, vieles anderes. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie gesagt. Und ja, wir werden sehen. Ihr werdet sehen, ich weiß es ja schon. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu erzählen? In 2 Wochen Super Bowl, da freue ich mich schon drauf. Bin zwar kein großer, naja, Football-Fan, aber irgendwie, wow. Das ist doch mal eine richtige Schatzkammer, oder? Irgendwie freue ich mich schon drauf. Gucke ich mir immer mal an. Sowas, ne? Sowas Größeres, auch wenn das jetzt nicht so der typische Sport in Deutschland ist. Ist es doch sehr interessant und sehr, naja, robust und, ne, entsprechend körperlich. Das finde ich ganz gut. So, die können wir nicht öffnen. Schade. Da fehlt mir nach wie vor ein Punkt.
den ich nicht rausholen kann. Oh, Tank des Diebes plus 12? Sag mal, macht denn der plus 12? Ich dachte mal, es ist plus 7. Dann könnte ich es doch öffnen. Ha! Also, Ring. Klingenring. So, jetzt sind wir bei 82. Das reicht nicht. Wir brauchen noch 8. Aber dafür haben wir diesen Tank des Diebes. Also dann, rein da. Öffnen. Wie groß ist denn das Schloss jetzt bitte? 10. Gibt es da noch größere? Nee, ne? Glaube ich nicht. Oh Gott, das kann ja nur Stunden dauern. Was, die vier gehen hintereinander weg hier? Wow, okay. Also muss ich ja erstmal mit den hinteren 6 beginnen. So. Nee. So. Nee. Also so. Dann da. Gott, das ist aber auch kompliziert. Nein. Noch eins zurück. Noch eins. Alter, nicht zwei zurück. Eins zurück. So, dann da. Dann zwei nach da. Dann eins nach da. Und eins nach hinten. Und vier nach da. Wow. Easy. Easy, easy. Was gibt's denn hier drin? Stählerner Kroll. Wow, nicht schlecht. Die ist fast so gut wie meine Waffe. Aber auch nicht mehr als das. Von daher, sinnlos. Brauchen wir nicht. Die lassen wir nicht hier. Nein, das wäre ja dumm. Aber wir können zumindest entsprechend sagen, brauchen wir nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ich wollte eigentlich meine Knochenhand nochmal anwählen und nochmal sehen, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Nope, die nope, nope. Dann nehmen wir jetzt noch die beiden Idole wieder mit, die wir dann entsprechend verkaufen können. Denn auch die sind wieder von ordentlichem Wert. Und dann haben wir es hier geschafft, würde ich sagen. Und ich bin mir sicher, hier war ich noch nie drin. Also irgendwie scheine ich das tatsächlich sonst immer übersehen zu haben, mit der Knochenhand mal was zu machen. Entschuldigung. Und ja, jetzt können wir eigentlich zurück zum Dorf der Machakai, würde ich sagen. Und schauen wir mal, was es da noch zu erledigen gibt. Ansonsten geht's zurück zu den anderen Leuten. Ich würde nochmal mit dem Häuptling sprechen hier. Oder mit Potaka. Oh no. Mit dem neuen Häuptling, Hakeke. Es ist vollbracht, Chaka Hakeke. Du bist der neue. Ich hab vergessen, irgendwie mit dem zu besprechen. Ahnen sei Dank. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Ich werde unser Volk in eine fortschrittliche Zukunft führen. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, mein Chaka Halmak. Du hast dir wahrlich das Recht verdient, diesen Titel und die besten Waffen der Marakai zu tragen. Waffen ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's mit der Muskete aus? Redest von dem Donnerstock, den Daiki und ich gefunden haben? Genau den. Ja, es ist dein Recht. Und du hast auch die Fähigkeit. Eigentlich brauche ich das Teil gar nicht. Du sollst ihn haben. Möge er dir auf deinen Wegen nützlich sein. Tja, das war's dann, was? Ich muss weiter. Meine besten Wünsche begleiten dich, Chaka Halmak. Yoshi, der Marakai. Okay, Corrientes Donnerstock. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht so recht. Gibt's da irgendetwas dran zu erkennen? Ein Geschenk für Hakeke. 2x75. Ich glaube, an sich ist der Schaden gut, ne? Bajonettschaden 40, Muskete plus 10. Wow, der ist wirklich stark, oder? Na gut, egal. Brauchen wir trotzdem nicht. Wir gehen jetzt zu Chaka Bakir. Wie ist der Chaka Bakir? Oder irgendwie anders? Ich hab's vergessen. Ja, wie gesagt, es ist eine Woche her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ach, ist alles so in Vergessenheit geraten. Naja. Datu, Chaka Datu. Komm später wieder. Okay, dann schätze ich mal, da gibt es wirklich nicht mehr viel zu tun, oder? Die Gräber der Ahnen. Uwanda. Aber wo? Geh mal zum Schiff zurück. Bones, kommst du mal ein Stück mit? Du alter Schwarzseher, du. Venturo brauchen wir jetzt nicht. Oder ich nehme Jafar mit. Ich nehme Jafar mit. Komm mit. Komm mit. Okidoki. Okidoki. Ja, wir müssen jetzt immer noch eins von diesen, eine dieser Masken zurückbringen auf den Altar. Ich weiß allerdings wirklich nicht so recht, wo hier noch solche Tempel sind. Ansonsten müsste ich mal einen Blick auf die Karte werfen, aber ich glaube, die bringt mir ja auch nichts. Nee, das ist nichts, oder? Hier, und das sind Bäume. Da ist so ein Tempel. War ich da schon? Das könnte so ein Tempel sein, oder? Ach nee, da wurde mir ja der Auftrag gegeben. Moment, ich könnte ja mal den markieren hier. Ja, genau, hier wurde mir der Auftrag gegeben, meine Fresse. Hier sind 1, 2 davon. Dann schaue ich jetzt nochmal hier und hier nach. Mal sehen, ob es damit vielleicht irgendetwas auf sich haben könnte. Möglicherweise gibt es da jetzt Eingänge zu den Gebäuden. Die gab es ja vorher nicht. Ich habe schon mal nachgesehen. Ich hatte euch auch am Anfang der Story hier auf dieser Insel schon gesagt, dass ich da vielleicht noch irgendwie rein kann und dass es momentan noch nicht ging. Ah ja, nee. Nee, es ist immer noch zu. Und wenn ich die Knochenhand irgendwie benutze, mal sehen. Nö. Da ist nichts. Übrigens ist es total nervig, dass ich das jedes Mal umtauschen muss hier. Ah.
Hier irgendwo? Nö. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein jetzt. Ich bin verwirrt. Nope, hier ist nichts. Da ist definitiv nichts. Dann frage ich mich aber echt, wo ist da irgendwie ein Eingang? Beziehungsweise wo ist noch der letzte Tempel? Naja, wir suchen jetzt mal noch die Folge. Wenn ich es jetzt in der Folge nicht finde, müsste ich mal irgendwie im Netz nachschauen, weil... Was ist denn da oben? Ist da oben irgendwas? Nee, ne? Weil ich möchte es ja schon gern beenden. Was ist denn da? Das ist ja ein riesiges Gebäude, oder? Möglicherweise kommt man da irgendwie hoch. Und ich weiß noch nicht wie. Oder? Ist hier was? Nö. Ach Mann, das verwirrt mich. Hier gibt's auch, geht's auch nicht hoch. Das kannst du vergessen. Okay, was soll's. Jafar, wir gehen zurück. Wir schauen uns noch diese andere Höhle da an und dann hoffen wir mal, dass es da vielleicht ist. Ansonsten müsste ich mich echt mal im Netz schlau machen. Ich möchte jetzt auch nicht ewig hier rumsuchen und dann euch nicht zeigen können, wo es wirklich ist, deswegen. Ne? Aber ich dachte, dass es vielleicht hier was ist, aber nein. Wenn ich da mal nah rangehe. Also irgendwie müsste das doch hier zu öffnen sein, oder? Komisch. Es ist sogar so eine Öffnung ne, dran platziert, aber so richtig benutzen können wir es trotzdem nicht. Ich könnte auch mal hier reingehen, denn hier ist auch eigentlich so ein Tempel. Und da drüben ist wieder so ein Turm. Ich schätze sogar fast, dass es mit den Türmen nichts auf sich hat. Garcia ist tot. Garcia ist tot. Na endlich. Ich dachte schon, niemand würde ihn stoppen. Gar nicht schlecht für einen Piraten. Die Inquisition könnte Männer wie dich gebrauchen. Tja, man kann nie wissen, wo es einen hintreibt. Komm ich doch schon her, Mensch. Das, na gut, das darf er nicht wissen. Das dürfen wir nicht verraten. Nope, nope, nope. Vor dem Ende der Welt kann man nicht. So, jetzt hoffe ich doch nochmal, dass wir hier drin vielleicht... Irgendwie schalt's hier. Irgendwie drin vielleicht auch noch so einen Schalter finden. Möglicherweise könnten wir das tun. Wasser, das brauchen wir nicht. Mach hier keine Dummheit. Ja, ja, laber nicht, Junge. Säbel? Oh, da ist ein Säbel da oben. Hier ist auch so ein Symbol. Grog. Das ist genau das gleiche Symbol wie in diesem anderen Gebäude. Hauptsache, die ganzen Sachen, die ich hier nicht klauen darf, sind ja noch da und werden aufgeleuchtet. Pulverfass. Was hat es mit diesem Pulverfass auf sich? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich glaube, das muss ich gleich mal testen, das aufzuheben. Hm. Komisch. Pulverfass. Ich speichere mal. Du wagst es hier zu stehen. Ach Mann. Bringt mir nichts. Also ein legendärer Gegenstand ist es auch nicht. Ich wollte das nur ausschließen. Ich hätte zwar natürlich einfach auch nachsehen können, was jetzt die legendären Gegenstände sind, aber was soll's. Das ist nicht so wild. Aber was hat's denn jetzt mit dieser Knochenhand hier, mit diesem Raum hier auf sich? Irgendwie kann ich hier nichts machen. Ein Stück näher irgendwie, so da vielleicht. Nee, also hier ist wirklich gar nichts. Ein Säbel. Den nehme ich. Mein Säbel. Wenn ich hier hochgehe? Nee, geht auch nicht, ne? Komm ich hier hoch? Nope. Ach Mann, das muss doch irgendwie gehen. Benimm dich hier. Halt die Fresse. Ach Mann, wieso erzählen die mir das denn auch nicht, wo ich die Gräber finde? Neben der Schwertküste, der zweite Stützpunkt der Inquisition, bla bla bla. Ha, aktuelle Quest, die Gräber der Ahnen. Ich sehe aber auch kein Grab mehr. Also das und das war auf jeden Fall eins. Und sonst gibt's hier nichts. Verarschen die mich? Seht ihr was? Schreibt bitte in die Comments, wenn ihr irgendwas seht. Ich finde es hier nicht. Setzt ihr nicht genau nach? Ich könnte ja mal kurz zu dem da zurückgehen und mal mit dem reden. Und vielleicht kann er mir einen Tipp geben, wo jetzt noch welche sind. Aber irgendwie glaube ich das fast nicht. Wir nehmen trotzdem mal unseren guten alten Jafar mit. Falsche Richtung. Und reden nochmal mit dem Wieser. Ja, Ghoul. Irgendwie so, ne? Aber ich weiß es echt gerade nicht mehr so recht. Man sieht es halt auf der Karte auch nicht wirklich, wo da noch so ein Gebäude sein könnte, ne? Das hier sieht fast ein bisschen so aus. Vielleicht sollte ich da mal hingehen. Vielleicht ist da auch noch so ein Gebäude. Na, wir gehen das mal zum Jagul zurück. Wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht finde, die Folge ist ja eh gleich vorbei, dann schaue ich nochmal im Netz nach, was es damit auf sich hat. Und wo ich den letzten oder die letzten Gräber davon finde. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen lame, aber ich möchte auch jetzt nicht hier stundenlang mit Suchen verbringen. Wenn ich es irgendwie nicht finden kann, ne, dann wird es ja auch langweilig für euch. Es ist so schon ein relativ ruhiges und entspanntes Let's Play, ne? Da sollte man nicht noch zu viel Zeit verplempern mit Sachen, wo man dann irgendwie nur, naja, sich langweilt. So, hier ist nichts mehr. Ich habe jetzt mal die Knochenhand wieder dabei. Ich habe ja gehofft, dass sie mir eventuell hilft, aber nope, hier ist auch gar nichts. Nee. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? Ich glaube, ich bin gleich fertig mit der Folge, ne? Ich schaue jetzt noch eben an diesem Punkt hier nach, da ungefähr, weil das auch so aussieht wie so ein Tempel.
Und wenn ich da jetzt nichts finde, obwohl, das mache ich in der nächsten Folge. Wisst ihr, es ist vielleicht sinnvoller, das so zu machen. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.